200 Jahre ist es her, dass die Brüder Grimm ihren ersten Märchenband, die Kinder- und Hausmärchen, im Jahre 1812 veröffentlichten. Anlässlich dieses Jubiläums lud das Goethe-Institut Barcelona zu einem märchenhaften Tag ins Haus Golferichs ein. Dort erwartete die Besucher ein vielfältiges Programm für die ganze Familie rund um die Märchen der Brüder Grimm. Aber sind Rotkäppchen, Aschenputtel und Co. denn überhaupt ihre Märchen? Aber Jakob und Wilhelm Grimm haben die Märchen natürlich nicht selbst frei erfunden, sondern sind allesamt Volksmärchen. Das heißt, sie haben keinen Autor und wurden über Jahre hinweg mündlich überliefert. Das, was die Brüder Grimm gemacht haben, ihre Leistung, bestand darin, diese ganzen Märchen gesammelt zu haben und aufgeschrieben zu haben. Und beim Sammeln hatten sie Hilfe von zahlreichen Freunden und Bekannten, die ihnen eben verschiedenste Märchen erzählt haben. Das waren zumeist Frauen, befreundete Frauen aus den damals gehobeneren Schichten der Gesellschaft, die sehr gebildet waren. Aber die Brüder Grimm haben sich nicht nur die Märchen erzählen lassen, sondern sie waren ja auch stets fleißige Wissenschaftler und so sind sie eben auch oft in die Bibliothek gegangen und haben nach volkstümlichen Erzählungen in alten Büchern gesucht. Das abwechslungsreiche Programm, die wunderbare Kulisse und das tolle Wetter machten den Grimm-Tag zu einem wirklich märchenhaften Tag für Groß und Klein. Auf dem Programm standen Bastel- und Schminkaktionen sowie Märchenstunden auf Deutsch, Katalanisch und Spanisch. Das Kernstück der Veranstaltung bildete eine eigens für dieses Ereignis konzipierte Ausstellung. Die Besucher können hier in der biografischen Ausstellung über die Brüder Grimm mehr über das Leben und Wirken der Brüder Grimm erfahren. Und dabei werden die Brüder Grimm nicht nur als Märchensammler gezeigt, sondern vor allem auch als politisch engagierte Gelehrte und als Sprachwissenschaftler. Die Brüder Grimm gelten als Begründer der modernen Germanistik und Jakob Grimm hat die erste deutsche Grammatik publiziert, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und beide haben als ihr Lebenswerk das erste deutsche Wörterbuch entworfen, allerdings wurde es erst Jahrzehnte nach ihrem Tod komplettiert. Zahlreiche Filmvorführungen von modernen und klassischen Märchenfilmen, das Puppentheater der Fares Brothers, lebendige Märchenfiguren und ein Märchenraten erweckten die weltweit bekannten Märchen zu neuem Leben. Die Fares Brothers zeigten ihr Stück Operation Avi, in dem die Märchenfiguren versuchen, ihre Jugend zurückzugewinnen, um die Märchen am Leben zu halten. Mit einem Konzert des Orchestra Fidelucci endete der Tag, auf den sowohl die über 1000 Besucher als auch die Künstler und Veranstalter zufrieden zurückblicken.